bist extra für Julia. Wir haben zu lange rumgeeiert. Den haben Sie jetzt nicht gehört, weil ich habe eine Aufnahme noch nachher gehört. Manchmal passiert mir so, dass ich am Anker vorbeikomme, wo ich entweder nicht mehr gedacht habe oder nicht weiß, was der Anker ist. Und das war jetzt rumeiern. Ja, und ich habe ihn heute schon mal bekommen, den gleichen Anker. Keine Details, keine Details. Alles ist gut. Sehr schön. Das heißt, wir eiern nicht rum, wir gehen gleich zum Punkt. Nein, das Witzige ist jetzt war es nicht, es hat nicht am Uhu-Aufnahmeknopf gelegen. Das wäre jetzt spannend, ob die Zuhörer raus oder bemerkt hätten, dass du anders gelacht hast als beim Uhu-Aufnahmeknopf. Ja, ja, stimmt, ich habe anders gelacht. Und ich habe jetzt die Frage gedacht, ist, ob es die Leute schon bemerkt haben. Ja. Ob sie schon so wach sind und so Aufmerksamkeit, dass sie diese Feinheiten beim Verhalten von Menschen raushören und bewusst, sich bewusst machen auch. Also das ist die Basis von der Kommunikation. Ja, und je mehr du den Podcast hörst, je mehr du den Podcast hörst, wollte ich schon sagen, zu viele Sprachen, je mehr du den Podcast hörst, desto eher hörst du es raus. Weil ich könnte mir vorstellen, ja, Esther würde den Unterschied hören. Sie freut sich immer so sehr, wenn die Anfangsmusik kommt und dann das Lachen. Und ja, natürlich. Ja, dafür ist ja der Podcast gedacht. Notfalls einfach 2, 3, 4 Mal hören, um überhaupt auf der tiefen Ebene mehr und mehr zu verstehen und zu bemerken, dass es dir einfacher fällt, gewisse Dinge zu erkennen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist im Speziellen natürlich beim NLP-Podcast sehr, sehr bewusst, unbewusst strukturiert. Du weißt, was ich meine. Wenn du schon mal im Practitioner oder jetzt auch im Master warst, dann wirst du mehr und mehr darauf achten, was machen wir denn alles, während wir einfach Also ein bisschen der Master, der jetzt gerade da war, wenn die wieder im Practitioner kommen, die fallen am ersten Tag schon vom Stuhl vor Lachen. Ja. Die denken sich, das gibt's gar nicht, dass ich das alles nicht mitgekriegt habe. Ja. Ja. Und wenn sie hören, was wir im Podcast alles auch machen. Ja, ich vermute, einige. Einige hören schon raus. Einige. Ja, nicht alle wahrscheinlich. Ja, also letztlich geht es immer um die Sprache und die Art und Weise, wie du Sprache verwendest. Mhm. Und dein Unterbewusstsein kann nicht verarbeiten. Mhm. Und es presst es in eine Struktur. Und wenn es nicht möglich ist, weil es zu unbequem ist für deine Struktur, dann ist die Chance groß, dass ein Vakuum entsteht. Menschen verändern sich aus 2 Gründen. Große Ziele, große Schmerzen. Also entweder ist die Struktur so cool neu, dass da eine Struktur gebrochen wird oder aufgebrochen wird für Veränderung. Oder der Schmerz, also die Erkenntnis, fuck, jetzt kommt das schon wieder, jetzt kommt das schon wieder, jetzt will ich das verändern. Dann wird die Struktur gebrochen. So, und von daher, wir geben dir die Möglichkeit zu erkennen, was da für neue Strukturen auf dich warten könnten, auf unbewusster Ebene. Ja, und auch die Absicht dahinter ist immer ganz wichtig. Also stelle ich immer wieder fest, wenn ich was mache, darf ich von Anfang an klar haben, wo möchte ich hin. Mhm. Und auch wenn ich merke, mein Gegenüber hat eine andere Absicht. Zum Beispiel, als wir kürzlich im Restaurant waren, hatten wir Cola Zero bestellt, im Fläschchen. Natürlich im Fläschchen. Es war Mittagszeit. Was ist die Frage? Unter der Woche. Und dann hat die Kellnerin gemeint, die haben keine Fläschchen. Und da wir schon ein paar Mal da waren und schon Fläschchen hatten, wussten wir, die haben. Und haben mir das dann gesagt. Und dann wollte sie erst nicht so rausrücken und hat dann gesagt, ja, nur dann sei es also nicht im Menüpreis mit drin. Wir hatten ja noch nicht mal ein Menü bestellt. Wir wollten nicht mal ein Menü, Mittagsmenü. Ja. Jedenfalls begegne ich immer wieder solchen Situationen, sei es, dass ich irgendwie mehr Fleisch will beim Tartar oder hatten wir auch mal. Und die Menschen dann das gut meinen mit, ja, das kostet ja extra, also gibt's das nicht. Ja, Vorname-Modell von NLP. Und ihre Absicht ist ja positiv. Sie immer möchte eine positive Absicht auch bei dieser Frau. Auch wenn's, und so beobachte ich es ganz häufig im Gastronomiebereich, auch wenn's einfach nur Bequemlichkeit ist von der Bedienung. Also die Bedienung einfach, weil sie vermutlich, das wäre meine These, vielleicht nur eine Projektion kann sein und in vielen Fällen beobachte ich das genauso. Sie halt vielleicht in den Keller gehen muss, weil da unten die Harassen stehen oder wie sagt man denn, die Kisten stehen mit den Flaschen. Es ist ein Mehraufwand für sie. Und das wäre bequemer, wenn sie es offen gibt. So, auch da ist ja eine positive Absicht dahinter, nämlich die Absicht, dass sie
es ruhig haben möchte. Also das heißt, es ist ein positiver Wert dahinter. Es ist ja nicht, dass sie uns schaden will, sondern da gibt es eine Absicht dahinter. Ja. So, was wir jetzt im Modell von NLP tun würden, ist, wir gehen her und sagen, okay, sie hätte es gern ruhiger, einfacher, leichter. Das ist der Wert, den halten wir stabil. Das Verhalten vom Vermeiden, dass sie jetzt ein Cola-Fläschchen holt, das ändern wir. Weil die Verknüpfung wäre ja, es wäre anstrengend, wenn ich jetzt das Cola-Fläschchen, das ist die eine Möglichkeit. Vielleicht wollte sie es auch einfach dem Arbeitgeber einfacher machen, weil es halt eben vielleicht irgendwie, vielleicht mit dem Tippen oder so, was auch immer. So, nur de facto ist das, was wir oft beobachten in den Restaurants, gerade wenn ich ein Rinderfilet bestelle oder ein Rindstartar. Liebe Veganer, habt ein großes Herz mit mir, ich bin auf dem Weg. Dass du gerne mehr hättest. Dass ich, also wenn ich mich entscheide, sowas zu essen, meistens das, was in der Karte von Mengenangaben drin ist, mir persönlich zu klein ist. So. Und dann frage ich jeweils, kann ich auch so und so viel haben? Und die erste Reaktion ist ganz häufig die, dass sie sagen, nein. Ja, einfach so pauschal geht nicht. Pauschal geht nicht. Nein. Und dann bei genauerem Nachfragen kommt dann die zweite Strategie, die zweite Antwort, welche bei manchen auch gleich die erste ist, kann auch sein, das kostet aber mehr. Und ich habe ja gar nicht gefragt, ob es mehr kostet. Natürlich kostet es mehr. Wenn ich von etwas mehr haben will, dann kostet das mehr. Das ist doch schon eine für mich, mein Modell. Eine logische, ja, ich wollte es gerade überlegen, das ist ein konversationelles Postulat. Ich will mehr, also mehr kostet es. Ja, also mehr. Ja, ist es. Im Kontext bezogen auf den Preis äußere ich eine Formulierung, so ähnlich wie mir ist kalt und dann steht jemand auf und schließt das Fenster, obwohl ich nie gesagt habe, das Fenster zu schließen. Und wenn ich sage, ich hätte gern mehr, dann kommt automatisch das Verhalten zurück, dass sie mir eine Antwort entgegenliefert und sagt, das kostet mehr. Was ja miteinander in meinem Modell von Welt gar nichts zu tun hat, weil mein Bedürfnis war oder ist, ich möchte das Cola im Fläschchen haben. Mir ist doch das egal, ob das mehr kostet oder nicht. So, jetzt könnt ihr auch da wieder, Vermeidungsstrategie, vielleicht gab es schon Kunden, die dann das so bekommen haben und dann gesehen haben, das kostet keine Ahnung, was kostet das mehr, 50 Cent mehr oder was? Ja. Oder vielleicht ein Euro oder einen Franken, die dann reklamiert hätten. Ja, also das ist das, was mir als erstes durch den Kopf ging, dass sie, weil auch vom State her ist da oft so negativ schlecht, also nicht so, ja, das kostet dann halt mehr, sondern das kostet dann aber mehr schon. Hä? Also, ja, so, das so, war auch mein Eindruck. So ein bisschen und generell auch in anderen Situationen. Ja. Und dass sie dann wahrscheinlich schon Streit hatte vielleicht mit Kunden, die dann am Ende beim Bezahlen gesagt haben, ja, aber warum ist da die Cola drauf? Das Getränk ist doch im Mittagsmenü inbegriffen vielleicht. Und das gilt allerdings nur für Offenausschank. Ja. Und dass sie diese Diskussion... Ich finde das Beispiel so klasse, weil... Es ist wieder einmal mehr, also das war für mich wieder einmal mehr die Art und Weise, wie sie es formuliert hat. Also der State, die Worte, die sie verwendet hat. Und das machte tendenziell, wir können das handeln und bei anderen Menschen passiert das halt einfach unbewusst. Es macht nicht keine guten Gefühle im Kunden. Früher hätte ich da ganz anders, hätte ich gedacht, was ist das für eine blöde Kuh, was glaubt ihr eigentlich? Und da werden ja ganz viele tolle Dinge in den Sinn gekommen. Ich glaube, gerade bei Arbeitgebern, bei so einfachen Dingen, ich sage jetzt mal einfachen Dingen oder ich sage mal einfachen Berufen in Bezug auf, da geht es ja nur um das Bedienen von Menschen. Wie wirkungsvoll und wie große Effekte das auf Kunden haben kann. Die Kommunikation. Die Kommunikation. Und umso wichtiger wäre es gerade in diesen Bereichen, die ja mit vielen Menschen immer wieder Kontakt haben, simple Stellschrauben zu verändern. Ja. Weil wenn jemand fragt, ich hätte das Cola Zero gerne in Fläschchen und das nicht Usus ist und das mehr kostet und das im Mittagsmenü nicht inbegriffen ist, dann würde ich sagen, okay,
Ich kann Ihnen gerne eine Cola Zero in Fläschchen bringen. Ich darf Ihnen dann das separat verrechnen und es ist nicht im Mittagsmenü inbegriffen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, es ist für mich in Ordnung. Ja. Mach gute Gefühle. Wenn das Date ruhig ist, doch super. Ja, automatisch mit dem Order. Entweder nimmst du es offen, dann ist es im Menüpreis. Ich zeige dir nochmals auf, dass es mehr kostet, dass es dem Kunden bewusst ist. Mhm. Gib nochmals beide Varianten zur Verfügung und jetzt kann der Kunde frei wählen. Genau. Und es macht gute Gefühle, es ist eine klare Kommunikation. Mhm. Ja. Ja, es fasziniert mich immer wieder. Das krasseste Beispiel war kürzlich vor London in der Wäscherei, als ich Anzugskleider zur Reinigung brachte. Anzugskleider? Ja. Ja. Und dann wollte ich... Was sind Anzugskleider? Anzug? Die man anzieht? Sagt man das nicht auf Hochdeutsch? Ja, da gibt es auch Auszugskleider. Ja, vielleicht, wenn man aus der Wohnung auszieht. Ja, pass bloß auf da draußen, falls du deine Partnerin Auszugskleider hinlegt. Ja, wenn sie ein Auszugskleid hinlegt, dann... Dann ist das eine Botschaft vielleicht, eine Verstehung. Ja, die Frage ist, was für eine. Das kann auch zum Ausziehen so sein, ja, verstehe. Ja, also ich kenne nur Anzug. Anzug sagt man auch auf Hochdeutsch, nicht? Ich finde es ein lustiges Wort. Jackett und so und diese Dinge, Krawatte. Also du warst im Anzugs... Wo warst in du der Anzugswäscherei. In der Anzugswäscherei. Nein, ich wollte das waschen und verbügeln lassen. Und dann wusste ich, es war glaube ich Montag, und ich wollte das bis Ende der Woche haben, möglichst früher als später. Und sie hat dann gemeint, ja, Freitag reicht das. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, und geht alles auch früher. Mhm. Weil so lieber Mittwoch, Donnerstag. Und dann hat sie gesagt, oh nein, das geht nicht. Das geht nicht. Und dann wusste ich ja, wir fliegen am Samstag, dann reicht der Freitag, es ist einfach nicht so viel spatzig. Spatzig. Kleiner süßer Spatzvogel. Wir müssen wieder mehr Hochdeutsch üben. Ja, man sagt spatzig auch auf Hochdeutsch. Ja, ich habe am Samstag ein Game Changer Day. Ja, dann darfst du wieder Hochdeutsch reden. Ich darf wieder, beziehungsweise wenn du das hörst, habe ich es gedarft. Hast du es schon gedacht? Ich durfte es bereits wieder einen Tag üben. Ja, und die Deutschen, die reklamieren ja meistens nicht. Es sind die Schweizer letztes Mal, die für die Deutschen gesagt haben, du wolltest doch Hochdeutsch sprechen. Ja, jetzt sind wir abgeschweift, sogar ich als Detailsortierer merke das. Ja, wenn man vorstellt. Und? Bei der Wäscherei. Habe ich dann gemerkt, eben, es ist nicht viel Reservezeit, statt spatzig. Und habe dann irgendwie doch das Gefühl gehabt, ich hätte es schon gern früher und so. Ja. Und habe dann später im Nachhinein nochmal gesagt, ja, gibt es denn nicht irgendeine Expressmöglichkeit? Und dann hat sich gemeint, ja, Express, das geht, das ist kein Problem, da können Sie es in 2 Tagen schon holen. Mhm. Kostet 5 Franken pro Stück extra. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil für mich war klar, es ist nicht möglich vor Freitag. Nein, sie hat Nein gesagt. Das ist quasi Achtung, Kunde droht mit Auftrag und Kunde droht mit mehr bezahlen zu wollen. Das ist faszinierend. Ich glaube, es ist die Angst vor dem Preis. Ja. Menschen haben angefangen, selbst wenn sie Unternehmer, Unternehmerin sind, ihr eigener Preis zu sabotieren bzw. klein zu machen. Woher kommt das? Das ist nicht so komplex. Sie selber gehen überall her und probieren Schnäppchen da. Das ist doch, das kostet zu viel. Noch woanders gucken kann man es nicht. Drücken den Preis, Da muss machen ich noch Vergleichsofferten, Versandkosten zahlen. Versandkosten, dann bestelle ich es lieber da. Wir geben den Dingen weniger Wert, indem wir anfangen, Preise zu vergleichen, nur noch an der Tanke zu tanken, wo es 10 Rappen oder 10 Cent günstiger ist. Das Mangeldenken. So, und jetzt ist natürlich diese Struktur, sie projizieren ihr eigenes Mangeldenken auf andere Kunden, so nach dem Motto, naja, wenn der Kunde nicht explizit nach dem Wort Express fragt, dann ist es einfach nicht möglich. Ja, das war ganz klar. So, weil sie hätte auch sagen können, schauen Sie, im normalen Abonnement bis Freitag, für diesen Preis ist es nicht möglich. Ja. Wenn Sie möchten, können wir es in 2 Tagen schon machen. Wir nennen das Express, das kostet 5 Franken mehr. Genau. Welches möchten Sie haben?
Das stand nicht zur Option. Ich weiß. Ich werde und einfach sie hätte ja auch diese 5 Franken pro Kleidungsstück, nehme ich an, wäre dann das gewesen oder was auch immer. Hätte sie ja mehr verdienen können, wenn sie den Expressauftrag ausgeführt hätte. Ja. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen, warum dem Kunden nicht das geben, was er möchte? Woran liegt das? Hauptthema Nummer 1 bei den Verkäufern, sie fragen den Kunden nicht, was will er denn wirklich will. Weil wenn du das klar hast im Verkauf, jetzt kannst du dein Angebot danach ausrichten und ihm dann sagen, was das kostet. Ganz genau auf ihn zugeschnitten. Auf ihn zugeschnitten, der Kunde ist zu eiern beim Verkauf. Es ist das Cola Zero, kriegt zum Fläschchen, die Reinigung, die Wäsche ist bis Dienstag gemacht. Und würde sie uns nur ein bisschen kennen oder kennenlernen wollen, hätte sie verstanden, uns ist wichtig im Fläschchen. Und Preis egal. Ja. Also ist vielleicht nicht bei jedem Kunden so, kann ich verstehen. Sie hätte sogar noch weitergehen. Gut, das ist im Gastronomiebereich, würde ich jetzt mal sagen, geht es auch schon ein bisschen noch um Zeit, gerade um die Mittagszeit. Nur grundsätzlich wäre eine Frage spannend geworden. Oh, das ist spannend, dass Sie es im Fläschchen wollen. Darf ich Sie fragen, weshalb, dass Sie es im Fläschchen bevorzugen? Mhm. Weil vielleicht hätte sie noch eine bessere Option gehabt oder vielleicht hätte sie irgendwie, was auch immer, feststellen können, dass das vielleicht ein Kundenbedürfnis ist mit der Zeit und man hätte das Angebot anpassen können und. Ja. Hauptpunkt, Fragen als Verkäufer und vor allem für dich als Kunde. Wo gibst du dich mit dem Nein des Verkäufers einfach zufrieden und denkst, ja, das ist jetzt halt hier so. Und weshalb würdest du nicht nach dem streben, was du wirklich, wirklich, wirklich haben möchtest? Also wenn du möchtest, dass Cola-Fläschchen Cola-Zero im Fläschchen haben und zuerst eine Antwort kommt, das haben wir nicht, warum würdest du da nicht nochmals nachhaken wollen? Gibt es nicht doch irgendeine Möglichkeit, dass ich mir das ermöglichen kann? Warum ist das so wichtig in den kleinen Dingen? Damit du deine Kiste hier trainierst. Ja. Auf, ich bekomme alles, was ich mir wünsche. Ja. Da darfst du üben. Dranbleiben. Mhm. Ihr Lieben, habt eine tolle Woche. Ja. Bis dann. Bis dann.